Senator Film präsentiert. Vanessa! Kannst du mich nicht mal in Ruhe lassen? Du hast vielleicht Nerven. Weißt du, wie viel Uhr es ist? Los. Und was ist mit mir? Du lern dich beherrschen. Für dich, Mama. Küsschen und alles Liebe zu deinem Geburtstag. Ça s'embrouille, ça va, ça vient, ça rentre, ça sort. J't'aime, j't'aime plus, j'te veux. Du, da liegt ein Mann im Bett von Mama. Bist du sicher? Wer ist denn das? Keine Ahnung, aber unsere ist das nicht. Es sind wohl deine Töchter. Ja, Laurence und Vanessa. Guten Tag. Ist das deine Freundin? Pas vraiment casse-bonbon. Lolo, machst du mal meine Windschutzscheibe? Schönste Sucht ist doch die Eifersucht. Ah. Jeder will doch nicht ein bisschen Eifersucht. Bist du bescheuert? Willst du damit Eindruck schinden? Nimm deine illegalen Finger in den Arschgeige! Sieh mal, ich bin jetzt 16 und ich möchte mit Alain schlafen. Wenn ich nur wüsste, was du an diesem Typ findest. Der ist nicht so wie die anderen. Denkst du, ich weiß nicht, was das ist, mit einem Jungen schlafen? Ja, du weißt es vielleicht. Aber es ist immer noch ein Unterschied zwischen Wissen und Tun. Sag mal, Kinder, wie kann man sich die Pille besorgen? Du brauchst nicht zur Familienplanung zu gehen. Sprich es doch mal mit deiner Mutter. Na, das möchte ich sehen. Wenn ich es meiner Mutter sage, fängt die sofort an zu heulen und sagt es meinem Vater. Und der haut mir eine runter. Wie soll man hier eigentlich arbeiten bei diesem Radau? Daniel, antworte mir! Du Feigling! Komm raus, wenn dein Mann bist! Entschuldigen Sie die Störung! Halten Sie mal kurz an! Ich muss mit Ihnen reden! Sag mal, hast du sie nicht mal alle? Was macht ihr denn da? Als Apotheker verkaufen Sie doch auch Thermometer, nicht wahr? Sehr gut. Stecken Sie sich als in den Arsch. Gib das sofort her, du falsches Luder. Selber Luder, ich sag's Mama. Mund, verstanden? Gib das her. Begin la seconde. Riera esclave la. Begin la seconde. C'est vrai. Dazu, zu einem Freund. Wenn er nett ist, warum nicht? Und reich sein muss er natürlich. Aber nicht verheiratet. Schon ein bisschen reifer. Zärtlich. Super männlich. Groß, aber nicht zu groß. Ja, aber mit großen Augen. Ich liebe Männer mit großen Augen. Suchst du einen für Mama oder für dich? Wenn das so einfach wäre. Ihr die Höschen auszuziehen, was ist da so schwierig? Ist doch kein Problem. Hast du es schon mal gemacht oder nicht? Ils sont fous, ces parents. Ça va pas la tête. Et dans leur cœur, la panique. Ça s'emmêle, ça s'embrouille. Ça va, ça vient, ça rentre.